Wollten sie immer mal schon klingen wie die dreisten drei? Wie bitte? Nein, okay, ja, ich auch nicht, aber kauft euch die Pflaster voller Testosteron, womit selbst ein Kalkül den Stimmbuch längst überholt. Bei ihm denk ich mir schon, was geht denn ab? Haha, du Mario Bart, ey, du tust so unlustige Scheiße schon auf, ey, ich dachte, es wäre ein Placement für ein Eistee von Rauch. Du müsstest die Erfahrung schon kennen, dass es nicht schlau ist, seine Gegner Affen zu nennen. Damals warst du doch der Carry und jetzt bist du am Tiefpunkt, Bro, da gibt's nur eine Lösung. Link in meiner Bio. Ey, wir sind im CMB, da soll man eigentlich schon betteln. Aber stattdessen machst du mir lieber Komplimente für mein Video und Beat. Ey, das gibt man sich nicht so wie Teleshopping TV. Ihr wollt heute im Blitzlicht stehen, aber könnt es direkt wieder gehen. Das hat nicht geklappt, ey, wer hat euch verarscht und meinte, das ist ne Top-Idee. Ihr wollt heute im Blitzlicht stehen, aber könnt es direkt wieder gehen. Das hat nicht geklappt, ey, wer hat euch verarscht und meinte, das ist ne Top-Idee. Fuck, seid ihr süß, ihr macht aus mir ne Marke und braucht 4 Minuten Rap, um mich dann zu beschreiben. Kann ich verstehen, ich bin ein geiler Dude und deshalb mach ich aus euch auch kein Produkt. Wie stellt ihr euch das vor, ey, das kauft doch kein Mensch, wenn das Risiko besteht, dass man ausschaut wie Gaps. Und ihr sagt, dass mich durch Next leider keiner mehr will, doch wer braucht euch denn, wenn es fucking Hydro-Hack gibt? Denn die disst in seinem Part meinen alten Namen und vergisst dabei, wer Fotzenkind und Saßmann waren. Naja, der Punch ist total am Marsch, doch hier Demenz-Tabletten von Ratio Farm. Und jetzt sagst auch noch du, mein Beat und Video ist klasse. Was soll ich darauf kontern? Danke? Ihr puncht mich zwar nullen und zerlegt mich kein bisschen, aber Kompliment sind eben grad ermäßigt bei Vincent. Ihr wollt heute im Blitzlicht stehen, aber könnt es direkt wieder gehen. Das hat nicht geklappt, ey, wer hat euch verarscht und meinte, das ist ne Top-Idee. Ihr wollt heute im Blitzlicht stehen, aber könnt es direkt wieder gehen. Das hat nicht geklappt, ey, wer hat euch verarscht und meinte, das ist ne Top-Idee.